Kapitel 11. Wir wissen immer noch nicht, wie es weitergehen soll. Kaffee ist immer gut. Scheiße, ich habe meinen jetzt oben in der Werkstatt stehen lassen. Naja, gut, das machen wir danach später. Es läuft ganz gut für Pizza. Es läuft sehr gut. Ja, sehr schön. Das war gar nicht mal so schlecht. Der Vorteil jetzt an der Waffe, sie ist leise. Der Nachteil an der Waffe, sie bringt null Schaden. Deswegen werden wir diesen Waffentyp hier... I werden wir wieder auf die 1 setzen. Und die Schalldämpferwaffe nehme ich wieder rausnehmen. Die ist mir eindeutig zu schwach. Das geht gar nicht. Gar keinen Bock drauf. Das ist einfach nur... Ach, hab ich gedacht, ich kriege mal eine Wumme. Was kriege ich? Kältebolzen. Diese Armbrustbolzen friert Feinde ein, die von ihm getroffen werden. Die meisten zerbrechen dabei in 1000 Teile. Einige werden jedoch nur vorübergehend eingefroren. Oder sind gar nicht betroffen. Was haben wir denn noch? Da drüben haben wir noch was. Oh, Tagebuch. Torres Tagebuch. Dieses Tagebuch enthält Einträge in einer ordentlichen, femininen Handschrift. Der jüngste Eintrag lautet: Keine Ahnung, wie lange ich schon auf Myras und Theodors Rückkehr warte. Seit ich im Stem ein recht vages Konzept, und zwar umso mehr seit Lily... Was? Zeit ist im Stem ein recht vages Konzept, und zwar umso mehr seit Lily geflohen ist. Eigentlich hätte ich sie schon längst wieder hier sein müssen. Wenn ich hier drin sterbe, möchte ich nur, dass die Person, die dieses Tagebuch findet, weiß, dass ich freiwillig hineingegangen bin. Vor langer Zeit habe ich etwas getan, etwas, was ich heute bereue. Und deswegen bin ich jetzt hier und warte darauf, Lily hier rauszuholen. Das ist meine persönliche letzte Chance auf Wiedergutmachung. Und vielleicht auch ein Versuch, ein neues Leben zu beginnen. So oder so habe ich mich mit diesem Plan verschrieben. Ich werde es durchziehen, komme, was wolle. Aber es ist offensichtlich, dass etwas schiefgegangen ist. In dem Fall sollte ich nach Hilfe Ausschau halten, wie Kidman es mir gesagt hat. Allerdings bricht dieser Ort um mich herum allmählich zusammen. Hoffentlich kann ich ihn finden, wenn er hineingeschickt wird. Okay. Wir sehen recht viel. Da hinten sind noch Eier. Ja, sehr schön. Oh, hochwertige Waffenteile. Ja, cool. Gehen erstmal darüber. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Hirnschmalz haben wir denn eigentlich überhaupt? Haben wir eigentlich ein neues Dia? Nee, wir haben kein neues Dia gekriegt, oder? Haben wir ein neues Dia gekriegt? Nein, haben wir nicht. Schade. Mau! Was ist denn los, Katzi? Oh, da liegt was. Hier sind neue Sachen. Hier sind neue Sachen an der Tür. An der Wand. An der Pinnwand. Ein neues Dia. Das gucken wir uns dann gleich an. Hier ist auch alles neu. Das lässt mich ein wenig hoffen. Immerhin konnte er wohl nicht alle täuschen. Muss weiterhin vorsichtig sein. Er hat viele Leute überredet, den Stem zu testen. Beredsamer Engel oder teuflischer Hüter? Crimson City 2014. Wenn man den Motivationsredner, Autor und spirituellen Sherpa Theodore Wallace trifft, stechen einem sofort eine souveräne Präsenz seiner Charisma ins Auge. Seine große, fast schon imposante Statur bildet einen scharfen Kontrast zu seinem offenen und freundlichen Gesicht. Genau dieses Gesicht ziert die Umschläge einer Bestsellerreihe von Selbsthilfebüchern und dient als Aushängeschild für mehrere unter dem Namen Moo Center bekannte spirituelle Wohlfühloasen. Aber was verbirgt sich hinter diesem freundlichen und mildtätigen Auftreten?
Manche mögen Wallace als Guru ansehen, doch für andere, Religionskritiker und beunruhigenderweise auch Angehörige von Besuchern der Moose Center, ist er nichts weiter als ein moderner Sektenführer. Okay. Er vergriff sich an verlorenen Seelen, indem er vorgab, den Schlüssel zum Glück zu haben. Langsam verstehe ich seinen Modus operandi. Darf ich jetzt auch? Danke. Moose Center Werbebroschüre. Erscheint das Universum Ihnen grausam und ungeordnet? Haben Sie das Gefühl, dass die Welt Sie mit funkelnden, aber nicht erreichbaren Tand von der Wahrheit ablenken will? Sind Sie überzeugt davon, der Einzige zu sein, der so fühlt? Dann ist das Moose Center genau das Richtige für Sie. Kommen Sie vorbei und werfen Sie die Fesseln der modernen Gesellschaft ab. Mit S. Treffen Sie Gleichgesinntes und erschaffen Sie eine bessere Realität. Eine Realität, die Sie und nicht andere für Sie wollen. Mu, wir erwarten Sie. Vorne mit Z, hinten mit S. Glaube ich. wiki.donzi.tv. Guck mal, vielleicht ist es da. Scheiße, hab selbst nicht mehr im Kopf. Geistiger Führer und Motivationscoach. Kein Wunder, dass er alle davon überzeugen konnte, auf ihrer Seite zu sein. Auf den ersten Blick schien er echt nett zu sein. Ich hab noch Pommes nicht mehr. Mag jemand Pommes? Oh, ja. Entschuldigung. Der Bastard hat sich selbst in den Mittelpunkt des Plans gestellt. Er wollte ihn zu seinem persönlichen Vorteil nutzen. Seine Handschrift allein deutet schon darauf hin, dass er ein Psychopath ist. Mann, die sieht aus wie vom Zodiac-Killer. Handschriftliche Notiz von Wallace an Kidman. Hey Kidman, ich hatte ein ernstes Gespräch mit Myra. Ich stehe der Sache wohlwollend gegenüber, aber ich glaube, dass weitere Schritte zur endgültigen Lösung ihres Problems unternommen werden könnten. Treffen Sie uns heute Abend um 22 Uhr vor der Crimson City Renaissance Theater. Und achten Sie darauf, dass niemand Ihnen folgt. Oh, dann ist der Link noch zu alt. Dann muss ich das korrigieren. Aber gehen wir auf wiki.donzi.tv. Und da in der Liste ist es drin. Sorry. Aber danke, müssen wir korrigieren. So, was ist eigentlich hier jetzt? Sind die jetzt hier? Da ist nichts Neues dazugekommen an der Seite. Ein riesiges rotes X. Das nenne ich Kunst. Ja. Ah, super. Okay. Hier ist nichts Neues dazugekommen, aber wir haben wie gesagt ein Dia. Und wenn wir ein Dia haben, werden wir auch gleich mit Kidman reden. Gleich. Hey, Kidman. Was gibt's, Sebastian? Hab gerade an unseren ersten gemeinsamen Fall gedacht. Du meinst am KCPD? Der Überfall auf das Pfandhaus? Du hast den Fall ganz allein gelöst. Ich war beeindruckt. Das war nur dank dir. Du hast mich angeleitet und mir alles beigebracht. Hast mich auf Augenhöhe behandelt. Ich wünschte, ich hätte früher einen Lehrer wie dich gehabt. Ich wollte dir helfen, zu den Besten zu gehören. Aber die ganze Zeit hast du für sie gearbeitet. Jemand wollte, dass ich ein Auge auf dich werfe und sicher gehe, dass sie uns nicht zu nahe kommt. Schade. Du wärst ein guter Cop gewesen. Da bin ich mir nicht so sicher. Meine Personalakte für das KCPD war gefälscht. Aha. Im Großteil meiner Kindheit saß ich im Jugendgefängnis. Ja, als Mobius mich fand, hieß es, mitmachen oder im Knast versauern. Wenn du gerade erwachsen geworden bist, überlegst du da nicht zweimal. Ich kenne dich überhaupt nicht. Oder? Korrekt. Ich bin schon so lange bei Mobius. Keine Ahnung, ob ich mich selbst noch kenne. Ich glaube, in dir schlummert immer noch eine Rebellin. Cool. Cool, cool. Oh. Danke, Kätzchen. 5750. Eigentlich irgendwie viel zu wenig. Wir gehen nochmal. Was ist denn hier mit Herstellung? Wie viel? 21, 16 Schrotmunition. Ey, ich kann Schrotmunition machen. 4. Das ist nicht euer Ernst. Egal. Ja, Spritzer haben wir voll. Schockbolzen haben wir nichts mehr. Rauchbolzen können wir noch einen verwenden. Wozu brauchen wir Rauchbolzen? Also.
So, Waffenverbesserung. Feuerkraft. 150%, damit ich mich aus Absicht vorbeischießen kann, oder was? und hier unten 360. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch 150 Teile. 150 Teile. Können wir nicht einsetzen, ne? Ne, war mir klar. Gut. So, hier sind wir durch. Ab auf den Stuhl. Mau, ist ja gut. Sie können einfach nicht ohne mich, oder? Kommt drauf an, was du jetzt mit können meinst. Dürftig? Danke. Oh, wir sind voll. Ach komm. Ehrlich? Oh ja, dann. So, Athletik, Kampf, List und Heilung. Heilung könnten wir mal beobachten. Schnelle Erholung. 8000. Oh. Das haben wir schon. Was gibt's hier hinten? Behandlung. Urin 7000. Zweite Chance. Du verwendest automatisch einen Spritzer, wenn du tödlichen Schaden erleidest. Funktioniert nicht bei einem Angriff. Alter Schwede. Ausdauerschub 2. Regeneration des Ausdauer anscheinend beschleunigt. 12 Mille. Alter Schwede, sowas kann ich mir nicht leisten. Das geht gar nicht. Wer soll denn das? Schaffe ich nicht. Gehen wir nochmal schießen oder gehen wir ins Spiel? Ich würde sagen, wir gehen ins Spiel. Komm. So. Jetzt gehen wir hier safen, anstatt eben mit dem anderen. Wo war er? Da. So, wir müssen ins Dingsbumse. Genau. Da müssen wir A hin und B. Was war die andere Tür? Ah, das ist der Ausgang. Alles klar. Den Ausgang, den müssen wir... Warte mal, ich habe doch jetzt gerade gespeichert. Komm, wir gehen mal gucken. Gucken, ob wir uns da mal anschleichen können. Was? Nee. Okay, hier gibt's so keinen Weg raus. Na gut. Scheißen Dreck. Okay, da sind wir voll. Ab in das Mark. Okay. Hoffen wir, dass das Mark noch da ist. Da ist eine Spritze in der Nähe. Was ist das denn? Feuerlöscher? Verflüssiger. Diese tragbare Verflüssigereinheit wird in Laboren verwendet, um Gase durch Kühlung zu verflüssigen. Okay, cool. So, wo müssen wir denn hin? Okay, wir sind hier unten auf alle Fälle. Wo sind wir? Da sind wir. Wir müssen dann nach rechts. Durchquere das Mark und finde den Weg zurück zu O'Neill. Ach, du Scheiße.
5, 6. 1. 1. Okay. Scheiße. Theodore muss hier gewesen sein. Vielleicht habe ich deshalb O'Neill nicht erreicht. Hoffmans Unterschlupf ist in der Nähe. Ich sollte mal nachsehen. Ach du Scheiße. Was noch ein Dia? Wir haben noch ein Dia. Jetzt haben wir zwei Dias hintereinander gekriegt. Die ganze Zeit gibt es gar keins. Ah, okay, 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 okay. Kiste. Jede Menge Material drin. Wenigstens das ist gut. Aber hier kann man sich theoretisch gut verstecken. Wenn irgendwas sein sollte, kann man das richtig gut hinschieben, herschieben. Nimmst du das bitte? Danke. Ne, lass mal offen. Ich finde das hier sehr gut an der Ecke. So, wo müssen wir hin? Da links nicht, da rechts. Die Kamera ist auch wieder an. Mach doch nicht so schnell die Tür auf. Sie da? Warum empfängt mein Kommunikator dein Signal? Was? Das ist auf der anderen Seite des Labors. Das ist Sperrgebiet. Uns wurde verboten, dorthin zu gehen. Noch ein Signal. Was ist hier passiert? Liam? Bist du das? Warum empfängt mein Kommunikator... Liam? Warum O'Neill hat seinen Unterschlupf verlassen und sich in ein Sperrgebiet begeben? Das sieht ihm nicht ähnlich. Folge Hoffman, um herauszufinden, wo sich O'Neill aufhält. Aber hier ist der Computer an. Spieglein, Spieglein. Ja, danke. Später. Computerdatei Hoffmanns Notizen. Zeit innerhalb des STEM war schon immer ein recht kniffliges Konzept. Das Verschwinden des Kerns und der Zusammenbruch von Union haben es jedoch noch um einiges verschlimmert. Die Veränderungen hier wurden sogar noch heftiger, als Sebastian aufbrach, um Stefano gegenüberzutreten. Er ist wohl gescheitert. Mit den Überwachungskameras konnte ich alles genau im Auge behalten. Nicht nur Union verändert sich. Die Zerstörung hat sich auch auf das Mark selbst ausgeweitet. Es formt sich um, wird moduliert. Gegenstände erscheinen wie aus dem Nichts. Kreaturen, die sich jeder Vorstellungskraft entziehen, wandern durch die Gänge. Ich werde diesen Unterschlupf erst verlassen, wenn ich einen verdammt guten Grund dafür habe. Aber wer weiß, wie lange ein Unterschlupf hier drin noch Sicherheit bieten kann.
Exit D5. Exit D5 oder Exit D5 oder Verfolge. Komm, was sagt die Map? Die Map sagt eigentlich Verfolge. Ja gut, dann verfolgen wir halt. Fehlt auch schon das Hirn. Oh Mann. Termst. Yeah, 13. Boah, ist das heute schwammig? Was ist denn los? Auf den Auftrag hätte ich schon Bock. Nicht mit mir. So langsam aber sicher kenne ich die Unterschiede. Igitt. Der bewegt sich noch. So, hier ist alles soweit gut. Also ab zum Aufzug. 84. Nee, B4. Ich wollte schon sagen. Boah, ist das hell. Ding, 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 ding. Was ist denn hier passiert? Okay, Schrottmunition. Du lebst doch. Tu nicht so. Haben Sie hier zusätzlich gesichert? Soll ich? Scheiße. Unnötig. Aber trotzdem. Computerdatei Sicherheitsprotokolle. Aufgrund der vertraulichen Art der durchgeführten Experimente haben nur Mobius Operatives mit der passenden Einheits-Cerebral-Chip-Kennzeichnung Zutritt zum Labor. Befolgen Sie beim Betreten des Labors bitte alle Sicherheitsprotokolle und beachten Sie, dass Ihre Freigabestufe Sie auch an die in Ihrem Eintrittsvertrag dargelegte Prinzipien zur Nichtweitergabe streng geheimer Informationen bindet. Operatives, die versuchen, das Labor ohne die notwendige Freigabe zu betreten, werden einer in den Mobius-Sicherheitsstatuten aufgeführten körperlichen Züchtigung unterzogen. Kommt die Peitsche. Warum soll ich hier... Warum soll ich in den Spiegel... Was möchte mir das Spiel sagen? Was möchte mir das Spiel sagen? Okay. La 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 la. Spieglein, Spieglein, was willst du von mir?
Ach, wir sollen das Dia uns angucken? Alles klar. Kirtman, ich bin's. Was hast du für mich, Sebastian? Mobius. Ein Name. Das war alles. Aber jeder Weg, dem ich gefolgt bin, führte in eine Sackgasse. Und jetzt erfahre ich, dass sie überall sind. Unerkannt vor aller Augen. Ich verstehe nicht, wie. Ich sagte doch. Du wirst Mobius nicht finden, wenn sie es nicht wollen. Es gibt sie schon eine ganze Weile. Sie wissen, was sie tun. Wir wussten, dass du gesucht hast. Wir haben dich beobachtet. Und wir haben dich immer aufgehalten, wenn du zu nah dran warst. Warum? Warum tun sie das? Menschen wollen geführt werden. Aber sie wählen, wer sie führt. Und Mobius will die Menschen nicht führen. Sie wollen sie einsperren. Ganz bewusst. Wenn sie schon alle Medien und Politiker in der Hand haben, sollten sie bekannt sein. Doch sie bleiben im Schatten, weil sie wissen, dass ihr Handeln kriminell ist. Wenn die Menschen die Wahrheit kennen, werden sie Mobius vernichten. Vielleicht ja. Aber wenn Leute die Wahrheit herausfänden, wer würde ihnen glauben? Ja. Eine Verschwörung lässt sich am einfachsten verbergen, wenn die Leute glauben, dass es sie nicht gibt. Ja. Gibt's was Neues? Oh, was zum Trinken. Dankeschön. 6650. Wir gehen nochmal da hinten hin. Was Neues? 1, 2, 3, 4, da, 1, 2. Haben wir doch schon. Jo. Haben wir schon. Da hinten irgendwas Neues? Hier auf meinem Tisch irgendwas Neues? Nö. Nix. Okay, wir gehen hier speichern. Bevor wir jetzt da in diese weißen Tunnel gehen, speichern wir natürlich. Komm. Okay. Geheimlabore. Ja. Da sind lauter Freaks drin. Diese ganzen Tanks. Was ist das? Und ein Tank ist umgeschmissen. Oh my goodness. Caution, do not touch. Dran ist ein Dia-Projektor. Was haben Sie in diesem Labor gemacht? Und warum wollte mich Liam hier treffen? Geh nicht hinein! Ohne
Ohne einen dieser Chips komme ich nicht weiter. Richtig. Es muss hier doch irgendwo einen geben. Ja. Ja. Unsere Anstrengungen waren umsonst. 20% von Unions Bevölkerung hat sich bereits verwandelt. Wenn das so weitergeht, ist in 2 Wochen keiner mehr da. Wir haben den Kontakt zu Mobius verloren. Wir sitzen hier fest. Mit Verlorenen. Okay. Ich hab's gehört. Ich werde keines dieser Dinger. Eher sterbe ich. Hast du gehört? Ich hab's gehört. Okay. Wieso kommst du hier nicht rein? Was ist denn da so Interessantes, dass ich da nicht rein darf? Der Neo-Projektor läuft. Ich möchte sehen, was da passiert, verdammt. Da ist was. Da ist nämlich was. Da kann ich hin. Warum, weshalb, wieso? Oder andersrum. Warte mal. Von der Seite hier. Da ist auch noch was. Komm schon nicht rein. Okay. Anomalien bei STEM-Integration. Wir beobachten neue und unerwartete Nebenwirkungen der STEM-Integration bei bestimmten Einwohnern von Union. Die Symptome fangen unscheinbar an. Kurze mentale Zusammenbrüche, ausgelöst durch rudimentäre Gedächtnisüberlagerung. Betroffene Einwohner durchleben ihre alten Erinnerungen wieder, was zur Verwirrung führt. Ihre Erinnerungen erneut zu überschreiben, ist nur eine Übergangsmaßnahme. Ihre neuen Namen in Union sorgen dabei für noch mehr Verwirrung. Schnell entwickelten sich diese kleinen Brüche zur Vervollständigung, Verfremdung und schließlich zur physischen Metamorphose. Dieses Phänomen betrifft aktuell nur 0,005% der Bevölkerung, ist aber trotzdem beunruhigend. Aus dem Beacon-Vorfall wurde viel gelernt, aber STEM klingt nach Alkoholismus. Aber STEM ist nach wie vor Experimentaltechnologie. Wir isolieren unsere Forschung, während wir Union weiter ausbauen. Es ist wichtig, dass wir der Sache ein Ende setzen, bevor sie eskaliert. Okay, wir müssen irgendwas da tun. Nein? Lebt der noch? Oh, die roten Augen sind immer so pervers. Anhand den roten Augen denke ich immer, die leben noch. War der nicht an neben der Computer? Da hinten geht's auch. Ah, guck mal, da hinten. Ach du Scheiße. Oh ne. Komm her. Ja, komm. Gute Nacht. Ich weiß, der war wieder fies. Genau das. Eigentlich will ich hier nicht sein. Studie zu Anomalien. Das Phänomen verbreitet sich weiter. Wir nutzen den gesamten Laborflügel im Markt nur für die Studien dieses Phänomens.
Die Verhandlungen der Einwohner erfolgen schnell, brutal und auf morbide Weise. Sie mutieren zu Gestalten, die nicht einmal mehr humanoid sind. Wir haben jegliche Ähnlichkeit mit dem Menschlichen verloren. Wir bezeichnen betroffene Einwohner als sogenannte Verlorene. Wir haben festgestellt, dass sie in der letzten Phase vor der Metamorphose denken, von einer unsichtbaren, aber unausweichlichen Macht verfolgt zu werden. Sobald sie dieser Macht erliegen, beginnt ihre Verwandlung. Stem ist ein künstliches Konstrukt. Es gibt keine Viren, Bakterien oder Infektionen. Das Phänomen der Verlorenen ist deshalb ein mentaler Prozess. Wir tappen immer noch im Dunkeln darüber, wie es sich verbreitet und wer sich als nächstes ansteckt. Vielleicht war der Auslöser schon in den Probanden vorhanden, bevor sie in dem Stem getreten sind. Weitere Forschungen ist unbedingt dringend notwendig. Jetzt mal springen oder so? Geht nicht. Ich hätte gerne mal einen Speicherpunkt jetzt. Der lebt doch auch noch halb. Guck doch, wie das wabert. Sie ist runtergefallen! Der ist doch gerade eben da runtergefallen. Schnauze. Okay, hier geht sogar noch ein Stockwerk hoch. Und da geht's auch noch rein. Alter Schwede, wo bin ich hier? Und er hat mal wieder keine Waffe in der Hand. Da, der fällt doch auch gleich runter. Alter Schwede, hör doch auf. Eine? Eine. Hey du. Komm. Alles klar. So. Ich brauche einmal Strom, bitte. Hätte ich's nur nicht gemacht. Wo bin ich denn jetzt? Sind das Einwohner von Union? Was hat Morbius mit ihnen gemacht? Warning, protective suites required. Alter Schwede, was hat der hier? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir gehen immer in den zweiten Stock. Das war's faul. Das war's faul. Wir gehen erstmal hier hoch. Ach so, ja. Ja, ja. Nicht kotzen. Kleckern. Denk dran. Bevölkerung hat sich bereits verwandelt. Und sie jagen und töten alle, die noch am Leben sind.
Es ist ein Albtraum. Wenn das so weitergeht, ist in 2 Wochen keiner mehr da. Wir haben den Kontakt zu Mobius verloren. Wir sitzen hier fest. Mit Verlorenen. Es kann nicht mehr gestoppt werden. Das ganze Union-Experiment wird scheitern. Wir sind alle verdammt. Tut mir leid. Das ist die Stimme von Dr. House 13. Nee, 13. Wie heißt denn die andere? Na. Hey, verbessert Tascha. Jetzt können wir 6 Spritzen mitnehmen, anstatt nur 2. Und er hat hier eben... Ich hab's gesehen. Ich hab... Genau, hast du vorhin schon gesagt, dass du was gesehen hast. Wo sind wir denn? Da sind wir, alter Schwede. Ein bisschen was mitzunehmen. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Ah ja, da draußen der. Ah, jetzt sind schon 2. Jemand? Hörst du jetzt auf? Das war fatal. Der war nicht gut. Das war echt nicht gut. Zwei Schuss noch. Aber die Pistole ist wenigstens wieder gut. Die hat sich gemausert. Sehr geehrte Damen und Herren, ich hätte gerne einen Save Point. Alter Schwede. Was haben wir denn hier? Moment mal, kriegen wir jetzt einen Chip? Computerdatei, Studie über einen Operativen. Unsere schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Das Phänomen der Verlorenen hat sich auf Mobius Operators ausgeweitet. Wir hatten schon vermutet, dass die Verhandlungen ein Ergebnis der Gedächtnisüberschreibungen sind. Allerdings wurde das der Operatives nicht angetastet. Wir haben es geschafft, einen betroffenen Mobius Operative unter Quarantäne zu stellen und zu eliminieren, bevor er sich verwandeln konnte. Vielleicht hat ihn der Kontakt so vielen Toten verloren in der Grube anfällig für das Phänomen gemacht. Die Frage ist nur, was genau war der Auslöser? Vielleicht ist es auch nur ein Zufall. Wir werden seinen Echtheits-Zerebralchip entfernen und hoffen, durch ihn neue Daten zu erlangen. Das Entfernen intakter Zerebralchips ist mit einem Extraktionsgerät möglich. Der Ablauf ist automatisiert und relativ simpel. Dazu legt man die Person einfach auf die Bahre und gibt den Aktivierungscode 0128 ein. Wenn sein Chip noch nicht entfernt ist, kann ich damit durch die Tür kommen und Hoffmann finden. Null. Eingeben, E. Ah, 0. 1, 2, 8. Okay, mal sehen, was passiert. Der ist ja schon auf der anderen Seite. Einheitszerebralchip. Dieser elektronische Chip wurde von Mobius Operative ins Gehirn eingepflanzt. Zum Glück ist er schon tot.
Ich muss aus diesem Labor raus. Aber sowas von.